Was viele nicht auf dem Schirm haben, viele von den kleineren Startup-Freelancern und eben kleineren Unternehmern, so wie ich auch, ist, ich habe es aber aus zuverlässiger Quelle, dass viele der großen Coaches mit entsprechendem Budget aktuell deswegen so viele, also quasi so viel Werbung schalten, also quasi Vollgas geben, einfach jeden Preis bezahlen. Die E-Mail-Adresse oder der Kontakt, das Lead letztendlich, ja, die Opportunity, die wird ja nicht unbedingt deswegen weniger wert, nur weil der Euro sich aufgelöst hat oder sowas, ne? Also das heißt, die sind ja, selbst wenn eine Währungsreform kommen sollte, die irgendwann wieder fällig sein wird, sind ja letztendlich deine Follower, deine E-Mails und so weiter immer noch was wert. Willst du auch erfolgreich sein, viel Geld verdienen mit YouTube-Werbung? Da pass jetzt genau auf. YouTube-Werbung verfolgt genauso. Erstmal Aufmerksamkeit, irgendein Hook, Stopp, Hallo, hier irgendwas Verrücktes tun, damit du die Aufmerksamkeit hast, damit die schon mal 5 Sekunden mit dabei bleiben und dich dann nicht überspringen. Dann musst du ganz kurz erzählen, was der Nutzen ist, der Mehrwert. Ja, du bist erstmal gar nicht wichtig. Dann als nächstes, was du bist, dich als Experte sozusagen positionieren, dich beweisen, ja, und dann der Call to Action. Und das Ganze darf maximal, Minimum 1 Minute, maximal 3 Minuten. Auf gar keinen Fall mehr wie 3 Minuten. Das schlägt ja auch YouTube selber vor, wenn du ein YouTube-Ad schaltest. Jedes Mal, wenn du die Kampagne erstellst, gibt es diese Sprechblase von Google, ja, von YouTube-Ads und sagt er, kurze Videos, wenn das Video länger ist, kurze Videos funktionieren besser. Du siehst schon an meiner ironischen Stimme, das stimmt, hat mit der Realität überhaupt gar nichts zu tun. Die Wahrheit ist, dass ich in den letzten 2 Tagen genau 2 Videos geguckt habe, bis von Anfang bis zum Ende. Das eine war 30 Minuten lang, da ging es um einen wie Vermögensverwalter und wie mache ich eine Stiftung in Liechtenstein, ne? Also Thema Euro, gefährlich und so weiter, Finanzkrisen, wie ja, bringe ich dort mein Vermögen unter sich safe und sicher. Und das andere war von der Züricher Versicherung. Ja, ganze 13 Minuten lang von Anfang bis zum Schluss geschaut. Und ich habe dann sogar noch das Video gegoogelt und dann nochmal geschaut von so einem Typen, der die Welt umsegelt hat und Tierfilme gemacht hat und so weiter. Also beides, und das ist der Punkt, beides waren YouTube-Ads. Und es ist mir kaum aufgefallen. Und beide waren wesentlich länger wie 10, teilweise sogar eine halbe Stunde. Und wobei andere kurze, richtige YouTube-Ads, sogenannte richtige, ich im Strahl kotzen muss. Hallo, ich bin Christoph. Ich habe im April diesen Jahres eine Full-Service-Werbeagentur gegründet. Zusammen mit 8 Mitarbeitern spezialisiert auf die Gestaltung individueller Webseiten und Online-Marketing. Thomas Klein unterscheidet sich in der Hinsicht zu anderen Coaches und Mentoren, weil er praxisorientiert arbeitet und sehr zielstrebig ist. In der kurzen Zeit konnte mir Thomas Klein bereits mir dabei helfen, meinen Unternehmenswert zu steigern. Deswegen kann ich Thomas Klein jedem empfehlen. Und zwar bin ich seit fast 20 Jahren als selbstständiger Softwareentwickler unterwegs und habe eben immer wieder das Thema, wie komme ich an neue Projekte, wie komme ich an neue Kunden. Jetzt habe ich da die letzten Monate mich doch mal viel damit auseinandergesetzt und habe etliche Coaches und Seminare und Co. mir zu Gemüte geführt. Und ja, war so ein bisschen durchwachsen, die ganze Thematik. Und unter anderem bin ich da auch auf den Thomas Klein gestoßen und war natürlich auch etwas skeptisch, nachdem ich jetzt schon ein paar Sachen mir angeschaut habe, die mir nicht so wirklich weitergeholfen haben. Bei Thomas ist das wirklich anders. Er nimmt sich Zeit, er versteht dein Business. Er kommt selber aus der IT, macht das seit, ich weiß nicht, 100 Jahren, glaube ich. Und macht sich auch die Mühe zu verstehen, wo man hin möchte, ne, als Kunde von ihm. Und das hat mir natürlich in dem Fall dann die Augen geöffnet, wo ich dann plötzlich gemerkt habe, hey, es gibt halt doch Unterschiede in den verschiedenen Bereichen, wie man ein Projekt angeht, wie man auch Kunden anspricht. Und ja, ich bin echt zufrieden, wie das funktioniert hat, weil, also Thomas macht nicht nur Coaching, sondern er hilft einem auch wirklich bei der Akquise, ne? Also er sucht Kunden raus, er hat ein riesen Netzwerk natürlich über seine Historie und präsentiert einem quasi auf dem Silbertablett ja, verkaufsfertige Leads.